und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wer von Ihnen hat Kinder oder Enkelkinder? Wir zwei. Ich habe dir doch schon 100-mal gesagt, du sollst. Dieser Satz, ob jetzt 10-mal, 100 oder gar 1000-mal, das spielt überhaupt keine Rolle. Der ist Ihnen sicher auch schon mal über die Lippen gekommen. Und ich kann es nicht verleugnen, oft genug habe ich Sätze mit du sollst oder du sollst nicht in Richtung meiner Kinder auf die Reise geschickt. Jetzt sind sie erwachsen, jetzt lassen sie es nicht mehr so einfach von mir sagen. Gehört haben sie diese Worte schon, ansehen konnte ich es ihnen. Ob sie sich anschließend daran gehalten haben, fragen sie mal sich selbst. Ich kenne meine Antworten. Auch gegenüber meiner Frau habe ich schon Sätze mit du sollst oder du sollst nicht formuliert. Sie bittet darum, nicht in solch einem Tonfall, der dem Aufforderungscharakter du sollst oder dem genervten du sollst nicht entspricht, angeredet zu werden. Benutzen wir diese Vokabeln, dann ist sehr oft ein liebevoller Ton nur schwach oder gar nicht damit verbunden. Du sollst bedeutet, mach das, und du sollst nicht, lass das gefälligst. Dabei meinen wir es doch gar nicht so schlecht mit unseren Lieben, wenn wir so reden. Beim ersten oder beim zweiten Mal sind wir sogar fürsorglich im Ton. Beim dritten Mal schon weniger, und irgendwann sind wir entnervt und lassen es unsere Gegenüber spüren. Soweit es nicht unsere Kinder und unsere besseren Hälften angeht, ziehen wir oftmals die Konsequenz und verabschieden uns aus solch einer Gemeinschaft, manchmal auch aus einem Familienverbund. Bei unseren Kindern bleibt bei den vielen Geh- und Verboten, mit denen wir versuchen, unseren erzieherischen Auftrag, den können wir ja nicht leugnen, gerecht zu werden, über lange Zeit weniger der Inhalt der Botschaft, sondern mehr das du musst oder du sollst nicht im Bewusstsein. Und einer der Predigttexte aus der Perikope für den heutigen Sonntag ist voll von du sollst und du sollst nicht. Ich lese aus 2. Mose 20. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst, in dem Land, das dir der Herr dein Gott geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, noch alles, was dein Nächster hat. Du sollst, du sollst. Ein kleiner Junge wurde einmal gefragt, was das Christentum sei. Er antwortete, Christentum ist, was man alles nicht darf.
Ich hoffe nicht, dass den Konfirmanden das am Ende ihrer Konfirmationszeit so hängen geblieben ist, hier in der Gemeinde. Christentum ist, was man alles nicht darf. Soll das die Essenz christlicher Erziehung und Lehre sein, dass von Kindesbeinen an vermittelt wird, dass Regeln und Verbote Inhalt und Ziel des Glaubens sind? In einem Kurs, den ich vor einigen Jahren in einer Benediktinerabtei besuchte, Münster Schwarzach, hatten wir als Aufgabe, in mehreren Kleingruppen zu formulieren, woran man einen Christen erkennt. Was, glauben Sie, war die überwiegende Antwort? In nahezu jeder Gruppe war notiert, einen Christen erkennt man daran, dass er die 10 Gebote hält. Christliche Religion ist demnach in der äußeren Wahrnehmung und dem inneren Empfinden ein Abhandeln von bestimmten Geh- und Verboten. Und solange wir die einhalten, hat Gott seine Ruhe, er braucht uns nicht ein, ich habe dir schon 100-mal gesagt, zuzurufen, und wir haben keinen Stress. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sie verläuft wie in einer Aufpasserrolle. Gott, ein Verkehrspolizist auf der Kreuzung unseres Alltags. Möchten Sie das? Glauben Sie, dass das alles ist? Ich nicht. Worauf gründen sich unsere Beziehungen zu unseren Kindern oder Lebenspartnern? Doch nicht auf du sollst oder du sollst nicht, auf die Regulierungs- und Aufpasserrolle, sondern auf die Liebe, die wir zu ihnen empfinden. Und aus dieser Liebe heraus setzen wir Leitplanken im Alltag der Beziehungen, wenn wir Geh- und Verbote mit du sollst oder du sollst nicht aufleben lassen. Gestern habe ich mit meiner Frau eine Radtour gemacht, das schiebe ich jetzt gerade in meine Predigt ein. Wir saßen in Mainz in der Neustadt in einem kleinen alternativen Eissalon und am Tisch und haben unser Eis gegessen und einen Kaffee getrunken. Und es war eine Tischtennisplatte davor und da saß ein Junge drauf, vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, und ein anderer kleiner Junge, der war noch kein Jahr alt, der konnte alleine sich nicht halten, aber schon war das Handy bedienen. Und irgendwann wollten die beiden Väter, die dort saßen, gucken, wie man es mit 5 Grad spielt, haben das Handy genommen und haben dem älteren Bruder des Kindes gesagt, halt mal deinen Bruder fest. Und wir haben alle Hände voll und da sind die beiden so nach vorne von der Tischtennisplatte auf den Boden geklatscht. Der Kleine hat versucht, was er konnte, hat seinen Bruder festgehalten, aber irgendwann gab es auch noch Bodenberührung mit dem Kopf. Und der ganz Kleine fing vor Spaß an zu schreien. Und wissen Sie, was passierte? Da kam keine Mutter. Da hat der Vater nicht den Großen angeschrien, du sollst, ich habe dir doch gesagt, pass auf oder sonst was. Nein. Sie haben sich erstmal um den Kleinen gekümmert, weil der geschrien hat, und haben geguckt, ob er verletzt ist. Dann haben sie ihm einen Schnuller geholt. Dann hat der Vater den Großen in den Arm genommen. Und aus dieser Liebe heraus setzen wir Leitplanken im Alltag der Beziehungen, wenn wir Geh- oder Verbote mit du sollst oder du sollst nicht aufleben lassen. Wollen wir unseren partnerschaftlichen Beziehungen größere Unfälle vermeiden, dann helfen uns gemeinsame Spielregeln als Wegweiser, den Alltag und das Miteinander zu gestalten. Und was in unseren engeren Beziehungen gilt, das kommt etwas globaler auch für unser Miteinander insgesamt zum Tragen. Mit zunehmendem Alter gewinnen wir Lebenserfahrung, die hilft, auch den Leitplankenkontakt zu vermeiden. Schauen wir mit diesem Blick noch einmal auf den Predigttext. Der erste Vers unterscheidet sich von allem anderen. Da gibt es keinen Du sollst, kein Du sollst nicht. Die 10 Gebote fangen nicht mit einem Geh oder Verbot an. Wer auf die Gebote fixiert ist, der wird diesen ersten Satz wahrscheinlich einfach überlesen. Selbst in Luthers kleinen Katechismus, in unserem Gesangbuch, die Nummer 806, ist dieser erste Vers verkürzt und mit einem Gebot zusammengelegt worden. Erinnern Sie sich zurück, als wir vor ein paar Minuten den Predigttext gehört haben, haben Sie da ganz bewusst auf den ersten Satz gehört? In der Luther-Übersetzung heißt es in diesem ersten Vers, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Hier wird nichts geboten, nichts
verboten, hier stellt Gott fest, ich gehöre zu dir, zu uns. Ich bin dein, ich bin euer Herr, ich habe dir, ich habe euch Freiheit geschenkt. Ich habe dich aus deiner Knechtschaft geführt. Zuallererst steht die Liebe und Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Dann kommt noch der Liebe höchstes Gut hinzu, die Freiheit. Du bist befreit aus der Knechtschaft. Erst jetzt kommen anschließend die Leitplanken, Geh und Verbote, die uns die Freiheit bewahren und das Miteinander in Freiheit und Liebe ermöglichen. Nehmen wir diese Weisheit Gottes nicht nur als äußere Rahmensetzung, die Freiheit sichert, sondern stellen wir uns in unserem Innersten immer wieder diesem Anspruch an ein gelingendes Leben. Dann müssen wir ehrlich feststellen, dass wir im Spiegel dieser Leidenschaft, im Spiegel dieser Lebenshilfe oft viele blinde Flecken haben. Zum Christsein gehört, gegründet in der Liebe Gottes, ein selbstkritischer Umgang mit dem eigenen Verhalten. Mir fällt das nicht immer leicht und manchmal ist es ganz schön schmerzhaft. Bereit sein, umzukehren, falsches Verhalten einzugestehen. Ich bin nicht so, wie sich Gott das von mir gerade gedacht hat. Jesus Christus als Vorbild des wahrhaft Menschlichen. Nach den Maßstäben des menschlichen Halten, das ist mehr als die 10 Gebote auswendig zu lernen und sie bei jeder Gelegenheit möglichst anderen immer wieder zu zitieren. Eigenes Versagen feststellen und umkehren, dem Nächsten sein Versagen nicht vorhalten, sondern ihm bei der Umkehr helfen. Das Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt, so haben wir angefangen diesen Gottesdienst. Diese Lebensregeln helfen uns, unsere Schwachheit aufzudecken und uns auf Gott hin auszurichten. Und so werden wir von innen aus unserem Innersten frei und haben die Freiheit, nicht moralisierend, sondern liebevoll nach außen zu leben. Paulus hat uns letzte Woche in der Predigt, wer da war, hat es vielleicht mitbekommen, gesagt, Glaube kommt nicht vom Befolgen von Regeln, sondern er kommt vom Hören. Hören wir auf das, was in uns ist. Und freilegen bedeutet, das Leben mit Gott zu genießen. Keine Angst zu haben, dass ein Fahrfehler auf der Straße unseres Lebens, ein Leitplankenkontakt, die Beziehung zu unserem Lebenshelfer abbrechen lässt. Gott gibt nicht entnervt auf, er führt auch kein Punktekonto zum 10., zum 100. oder zum 1000. Mal. Immer wieder dürfen wir uns an seiner Liebe neu ausrichten. Und bei Gott gilt, was er uns durch Jesus Christus sagen lässt. Herr, wie oft soll ich denn vergeben? Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und wer sich an Gott hält, erfährt eine Liebe, die so groß ist, dass all die zerbeulten Leitplanken und Totalschäden, die wir hier in unserem Leben verantworten und ausgelöst, von Gott ausgelöst werden, ja, schon ausgelöst sind von Jesus Christus. Und damit erfüllt werden von der Liebe Gottes und wir in Liebe handeln. Jesus Christus spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Herr Kopp hat es uns gerade gelesen aus dem Tagesevangelium. Und die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, Römer 13 nochmal Paulus. Dafür steht Gott. Davon berichtet die gute Nachricht. Und so dürfen wir Gott anrufen durch Jesus Christus, zu ihm beten, ihn loben und ihm danken. Ein Gott, der zur Liebe befreit und mit uns ist auf all unseren Wegen und bei all unserem Tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus.